da ist er gestartet, unser Team Relay. Ist das die gleiche Bildkamera? Und wir haben den Team Relay 2016 im Wasser mit 11 Startschwimmern, die jetzt ihre erste Auftaktdisziplin von 100 Metern Schwimmen absolvieren. Dann laufen, dann Radfahren und dann übergeben sie an den Zweiten ihre Mannschaft. Hier kommen die Ersten, die mit Schwimmen fertig sind. Okay, da ist sie. Immerhin. Die Madeleine Jana, das Team 8. Team 5, Team 7. So, das ging jetzt blitzschnell. Jetzt sind die ersten Mannschaften raus. Jawohl, etwas jüngere Mannschaften kommen nach. Vom Rad ganz, ganz dicht gefolgt von der Nina Spitzhorn, die sehr, sehr stark Rad gefahren ist. Zweimal grün um die Kurve. Die zwei grünen Damen aus dem Saarland legen ein ordentliches Tempo vor. Aber es sind ja nur 400 Meter. Madeleine hat schon gedreht und ist auf dem Rückweg. Madeleine ist fast da, übergibt an den Basti Müller, der jetzt als erster die zweite Runde eröffnet. Das heißt, die nächsten beiden Teamschwimmer gehen fast gleich auf. Jawohl, jawohl, super! Auf geht's! Scharfe Rechtskurve und einfach irgendwo. Und der Basti Müller, als erster rein, als erster raus. Saubere Sache. So, 2 und 3. Auch zusammen rein, zusammen raus. Aber jetzt wird's schon enger. Marvin ist sauber geschwommen, sehr gut. So, aber jetzt kommt es hier drauf an. Basti Müller geht zuerst auf die Laufstrecke. Saarland, Green Force in Folge. Aber, so, der Marvin Klein ist dran. Marvin Klein ist dran. Kuss Schleiden. Das ist spontane Truppe. Also, spontane Truppe auf dem 5. Platz. So, Basti Müller ist schon überholt. Basti Müller auf 2. Green Force hat sich durchgeschlagen. Aber das Ding ist noch nicht vorbei hier. Jerome Peter von der Truppe Spargel hat den Basti Müller überholt. Basti Müller startet für Team. Also jedenfalls Jerome Peter hat jetzt den Basti Müller. Und Basti Müller zurückgefallen auf den 3. Platz. Jawohl. Jetzt haben wir grün-rot-schwarz. So, Jerome Peter aus dem Saarland hat sich vom Rang 3 auf 1 vorgeschoben. Komm Basti, das Ding machst du, komm Basti, hau rein, da gehst du noch dran. Und der Marvin Klein ist auch noch in Sichtweite. So, jetzt wird es eng im Becken, jetzt gehen 4 Starter gleichzeitig ins Wasser. Marvin zieht nochmal durch. Jawohl, hopp. Jetzt auf der Laufstrecke, Joel Grieser hinterher. Noch frisch, dass ich hochfrequenz, Joel. Sehr gut. So, die nächsten ins Wasser. 1, 2, 3, 4. Hat den Schwimmen stark aufgeholt, sehr stark abgefahren, den Abstand verkürzt. Hier kommt der Florian vom Ahrweiler. Und die nächsten 2, 3 und 4 Damen. Wieder sind Frauen dran bei den vollen Originalmannschaften. Die nächste ist geblieben. Mit Abstand, sauber. Da hat jemand einen großen Abstand rausgefahren. Denn die sind zusammen. Auf geht's, Sarah! Auf geht's! Start Nummer 53. Auf geht's, Sarah! Starke Radfahrerin. Hat nämlich ordentlich Vorsprung rausgearbeitet auf ihre grüne Kollegin. So. Auf die Laufstrecke mit einem ordentlichen Vorsprung. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. So, wenn ich das richtig sehe, hat die Arranke Alten die Berlin Weiler überholt. Aber die Berlin ist da dran, die Berlin ist vom Helm ab. Ganz genau. Und weiter geht's. So, passt schon. Thank you.
reingelaufen. Sensationelles Laufen. Super. So, das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Saubere Laufleistung. Komm, noch 300 Meter. Aber diese Lene ist dran. Lene ist sauber dran. Das ist super gut durchgesetzt. Übergabe 3. Platz, Übergabe 4. Platz, Übergabe 5. Platz. Also, die führende Mannschaft hat einen Vorsprung. Die Plätze 2, 3, 4 und 5 sind in Schlagweite. Da geht auf jeden Fall noch was. Bin, jawohl. Die letzten Schwimmer, die jetzt das Rennen entscheiden werden. Das sind im Führungsbereich jetzt die letzten Starter. So, Tino Spitzbaum kommt raus. Gefolgt von Saarlandpulsen. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ein Tripos, Tripower, Rhein Sieg ist hinten dran. Pascal Thielke ist dabei. Das ist das spannend. Ne? Kessel, ja, es kesselt. Und das wird eng. Da kommen zwei zusammen rein. So, das muss aufgesprintet werden. Das Ding ist doch nicht in Sekundenpack oder in sicheren trockenen Tüchern. Hier muss ich jetzt mal reinhauen, Jungs. Also, ein Schuhwechsel muss gemacht werden. Ja, das kann doch so. Und jetzt geht's zusammen. Kopf an Kopf. 400 Meter müsst ihr jetzt aufsprinten. So, die zwei machen das Ding unter sich aus. Alle anderen sind nicht mehr in Sieg und Schlagweite. Um den Platz 3 und alle. Zwei sind safe. So, und jetzt geht nur noch die Frage, wer hat mehr Körner auf den letzten 300 Metern? Ist unser